Hier stehen Pakete rum. Wir können mal schauen, ob wir noch irgendwo ein paar Schmerzmittel finden. So, hier gibt es anscheinend erstmal nix. Oh, was ist das hier? Das sind Taschen. Alles Geld hier. Hier sieht man schon und irgendwas wird hier gelagert und gebunkert oder so. Also auf jeden Fall geht es hier mal nicht mit rechten Dingen zu, das ist schon mal klar. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Whoa. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense Da Silva had pulled, it seemed to be working. So, neuer Spielstand wird angelegt, gespeichert. So, dann schauen wir mal. Oh, hier, guckt mal, Teil der goldenen MPK. Teil 1 von 3. Wow, was war jetzt los? Okay. Die schießen hier wohl sich gegenseitig weg. Oh, da ist noch was. Was liegt da? Na komm, gerade hatten wir es. Teil des goldenen Law, Teil 1 von 3. Uiuiui. Law ist doch eine panzerbrechende Munition, nicht wahr? Sowas wie eine Art Raketenwerfer, könnte man fast sagen. Okay. Haben wir noch Schmerzmittel oder so? Ich glaube nicht, dass die noch was übrig haben für mich. Wow, hier geht's aber ganz schön ab im Gefängnis. Auf der Polizeistation. Da muss man vorsichtig sein. Okay. Eieieiei. Mal rausschleichen und gucken, ganz vorsichtig. So, der kommt zu uns. Bullet Time reinhauen. So. Zack. Und jetzt Headshot. Ich glaube, das war's hier für den erstmal. Okay, da geht's nicht weiter. Schauen wir nochmal hier lang. Wow. Zack. Ein Schuss, Headshot. Fertig. Hey, der schwebt ja. Ist das Uri Geller oder was? So, jetzt ist er hin. Oh Mann. Da kommen noch einige, was? Aber wir müssen zusehen, dass wir hier noch was finden vielleicht. Schmerzmittel oder was Goldenes ist immer schön. So, was haben wir eigentlich alles für Waffen? Wir könnten die noch aufheben, die eine, die hier lag, oder? Da. So, dann hätten wir nämlich zwei Pistolen. Oh, ne, die will ich nicht wegschmeißen. Der will ich noch ein bisschen hantieren. Wow. Wow, zack. Der kam jetzt unerwartet. Verdammt, kam der unerwartet. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Okay. Okay. Oh, hier, Schmerzmittel. Das ist gut. Das ist gut, Schmerzmittel. Die können wir immer gebrauchen. So, hier müssen wir irgendwie durch. The last few prisoners were trapped in here. More presently,
seemed I was too. So, der war hin. Der war auch hin. Na komm schon. Wow. Hey Leute. Hey Leute. Hört doch auf, mich zu verarschen. Ja, endlich noch getroffen. Hört doch auf hier. Och Mann, das ist, ach, ärgerlich. Tja, wiederholen würde ich sagen. Zack. Ach, Gott sei Dank fangen wir gleich hier wieder an. Zack. 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 Nachladen. So, der kommt hier rum. Das ist aber nett. Das ist aber nett von dem. Zack. Schmerzmittel nehmen. Dann sieht die Welt doch wieder gut aus. Zack. So, der wäre auch hin. Der wäre auch hin. Also langsam wird das doch hier. Wo verstecken sie sich? Oh, der kommt von rechts. Der kommt von rechts. Na, der lebt ja immer noch. Zack. Jetzt nicht mehr. Heieieiei. 16 Munition, der hat auch noch ein bisschen was, aber nur ein bisschen was, das bringt uns nicht viel. Ja, nehmen wir halt hier mal den, seine Waffe. Mal gucken, wie gut die ist. The security switch had to be in that booth. So, hier lag doch noch einer, oder nicht? Ne. So. Mal hier reingehen, gucken, ob es hier was Goldenes gibt. Das versteckt sich doch meist so super. Hier gibt es aber nichts. Okay, dann können wir weitergehen. Oder? Hm. Hier gibt es auch nichts. Oh, Schmerzmittel. Sehr gut. So. Sicherheitstür öffnen. Auf geht die ganze Schoße. Wow! That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. So. This was like throwing sticks at a hurricane. I needed something with a little more thunder. Ja, das da nehme ich an. Och Mann. Tod. Ja, wir müssen uns diese Waffe da besorgen von dem. Laden. Na komm schon, hör auf. Jetzt hört er auf. Och Mann. Das gibt's doch nicht. Also, der braucht nur ein, zwei Schuss, dann sind wir tot. Wir müssen da wirklich schnell sein. So. Komm schon. Zeitlupenmodus. Die nehmen wir mit. Und verstecken uns gleich. Wow. Das war knapp. Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Zack. Zack. Okay. Das hat schon mal gut gesetzt. Wow, jawohl. Mit der hatten wir auch nur einen Schuss. Okay.
der war hin. Da sind auch noch welche. Die warten auf ihr Ende. Einer nach dem anderen. Zack. Wow. Zack, der war hin. Da kommt schon der nächste. Nachladen. So, da steht nochmal auf. Jetzt nicht mehr. So. Okay. Na, so nicht. Wow. Der war hin. Zack. Wow. Zack, getroffen zumindest mal. So, steht der nochmal auf? Ja, der steht nochmal auf. Zack, jetzt nicht mehr. Gute Idee, hier eine andere Waffe wieder mitzunehmen. Unsere vorherige. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Oh, da haben wir auch was Tolles. Wie viel Muni haben wir jetzt da? So, und wir haben einiges. Das reicht erstmal, würde ich sagen. Sammeln hier noch ein bisschen mehr Munition auf. Zack, jawohl. Und dann geht das Ganze doch. So, der da hinten hat bestimmt auch noch etwas Munition für uns. Hat ja meistens nur so Gewehre. So, jetzt sind wir hier drin. Und was wollen wir hier drin? Bestimmt da wieder rein, oder was? So. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. So. Gut, dann geht's hier wohl raus. Zack. Hey, halt mal hier, Bullet Time. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward. Nothing changes. Teil 1 der goldenen G6 Kommando. Oh. Klingt auch gut. So, und hier geht's wieder rein, oder was? Rein, raus, rein, raus. Kann man sich hier mal entscheiden. Was ich bräuchte, wäre jetzt mal hier so langsam wieder etwas Schmerzmittel. Oh, da drinnen steht was. Hey, das ist meine. Gleich nehmen. Da haben wir auch noch Schmerzmittel. Sehr schön. Und sonst haben wir hier nichts mehr. Also wir haben nur noch eins auf Reserve. Das ist nicht die Welt. Wow. Wow. Zack. So, die dürften erledigt sein. Dürft ist auch immer so ein gutes Wort. Zack, 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 zack. So. Zack. Noch einer weniger. Kommt dann noch jemand? Oder war's das hier? Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Ja, time wasten ist nicht gut. Da spricht er wahre Worte. Aber ich möchte hier natürlich nichts liegen lassen. Oh, was haben wir denn hier? Teil 2 der goldenen MPK. Auch wieder nett. Können wir in die Toiletten reinschauen? Vielleicht liegt da ja was drin. Man weiß es ja nicht, wenn man die Türen schon aufmachen kann. Nee, da war aber nichts. Schmerzmittel haben die ja auch nicht parat. Ja, die sind schlecht ausgestattet hier. So, da kommen wir da wieder raus. Okay, alles klar. Da hinten könnten wir nochmal schauen. Da war auch noch so ein Raum. Vielleicht liegt da auch hier irgendwo etwas Schmerzmittel rum, aber ich sehe nichts. Nee. Scheint nicht so zu sein, dass hier Schmerzmittel gibt. Was haben wir hier? Die Tür steht nur offen.
So, da haben wir auch nichts mehr. So, vielleicht haben wir da was drinnen. Ne, sieht nicht so aus. Und auch hier keine Schmerzmittel mehr auf Lager. Das ist schlecht. Ja gut, dann gehen wir durch die große rote Tür. Wow. Geht's ja schon wieder ab, hey. So. Wow. Hey. Achtung, Kopfschuss. Zack. Da müssen wir vorsichtig sein. Der hat uns jetzt richtig gut getroffen. Wow, nicht zu unseren Gunsten. Na komm, davor. Jetzt kommt er da rein. Denkt, er kann damit hier uns hinterlistig hinterlisten. So, das ist goldenes Teil. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Teil 2 der goldenen G6. Sehr gut. Können wir hier rein? Nee, da geht's nicht rein. Aber hier geht's bestimmt rein. Die müssen doch hier irgendwo Schmerzmittel gelagert haben, sag mal. Kann mir doch keiner erzählen, dass die hier ohne Schmerzmittel arbeiten. Hm. Nee, gibt's tatsächlich nichts Schmerzmittellastiges. Schade. Aber vielleicht wurde hier ein paar Gästen im Restaurant Schmerzmittel ausgeschenkt. Nee. Sehr schade. Schade, schade, Schokolade. Dann müssen wir wohl wirklich weiter hier in den nächsten Raum vordringen. So, nachladen. Zack. Okay. Okay. Zack. Batz, batz, flatsch, flatsch. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Der Kontrollraum, das sieht interessant aus. Hier können wir bestimmt nichts aufmachen. Rausgehen schon erst recht nicht, um vielleicht irgendetwas. Oh, Schmerzmittel. Luckily, oh, und hier. I wasn't the only cop with a pill problem. I figured I should check out the security monitors while I had the chance. Teil 3 der goldenen G6 Kommando, jawohl, jetzt haben wir die komplett. Das ist schon mal was. Completo Mundo, hätte ich gesagt. So, was haben wir hier? Das ist wohl sowas wie ein Vorstellungsraum oder so ein, ja, so eine Art Präsentations-Meeting-Raum. Was haben wir hier? Teil 3 der goldenen MPK. Jawohl, haben wir die auch komplett. Sehr, sehr schön. Gleich zwei Waffen vervollständigt hier. Und da ist nochmal Schmerzmittel für uns. Hey, ich will das Schmerzmittel aber noch haben. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Okay, nimm mal hier die Waffe. Ich sehe nichts. So, der ist hin. Oh. Na komm schon. Oh, schade. Jetzt sind wir gestorben. Das war hier nicht gut. Wiederholen, aber ich denke mal, wir fangen ja wieder hier an. Von dem her dürfte das ganz gut machbar sein. So, einer müsste gleich wieder hier angerannt kommen, nehme ich an. Die wollen doch versuchen, mich auszutricksen hier. So.
Fuck, und jetzt noch der da. Hey, Max, dreh dich rum. Okay, keine Munition mehr. Ihr hört's klacken, klack, klack, klack. Schade, verdammt. Okay, dann nochmal. Wird schon irgendwie hinhauen.